Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster mit dem zweiten Teil der Karriere Rasender Golem. Jawohl. Okay, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, wir haben hier die vier Fahrgeschäfte gebaut auf diesem Plateau, was wir auch gebaut haben. Und diese haben wir jetzt eröffnet. Ja, wir werden jetzt heute... Was machen wir heute? Ja, wir werden hier ein Fahrgeschäft hinbauen, dann Forge. Zu diesem Forge, das habe ich schon mal angefangen, in der Sandbox werde ich noch ein Fahrgeschäft-Skin weiterbauen. Das habe ich schon begonnen, ist aber noch nicht vollendet, dauert auch noch ein bisschen. Des Weiteren habe ich eine Achterbahn gebaut, die werden wir hier platzieren. Wann, weiß ich noch nicht, weil die kostet 14.000 Dollar. Müssen wir mal gucken, ob wir das Geld haben. Vielleicht schaffe ich es noch in diesem Video, spätestens aber im nächsten, denke ich mal. So, die wird dann hier kommen. Lasst euch da überraschen, da habe ich mir was zurechtgebaut. Ach so, um diese Achterbahn überhaupt bauen zu können, muss ich erstmal eine erforschen. Das werden wir gleich in Angriff nehmen. Genau, das machen wir jetzt. Und dann werden wir noch... Mülleimer bauen, Bänke bauen, das werden wir jetzt sofort machen. Und den Weg haben wir hier schon gebaut. Genau. Und dann werden wir gucken, wie wir weiterverfahren oder was wir weitermachen. Schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ihr müsst auch hier mein Gequatsche ertragen. Wie auch immer. Und ich hoffe, ja, es gefällt euch. Und auf geht's. So, jetzt werden wir erstmal, wie gesagt, Gebäude werden wir später bauen. Wir werden, wie gesagt, jetzt erstmal Mülleimer bauen, weil W für wichtig. Wir nehmen diese Science-Fiction-Mülltonnen hier, stellen wir eine mal, hier kommt gleich das Fahrgeschäft hin, das können wir auch später machen. Hier ist schon eine. Hier ist auch eine Mülltonne, aber irgendwie brauchen die hier ganz viel. Produzieren die hier ganz viel Müll. Dann werden wir erstmal hier einen hinstellen, dann können die da schon mal reinlegen. Hier haben wir auch welche. Auf jeden Fall werden wir hier eine hinstellen. Hier in die Ecke werden wir eine hinstellen. Wir werden hier eine hinstellen. Hier stellen wir gleich noch eine erste Hilfe hin. Die brauchen wir für den für den wegen hier dem Cube, weil der braucht immer sehr viel erste Hilfe. Also die, was heißt, der braucht sehr viel. Er braucht erste Hilfe. Wir brauchen die erste Hilfe andersrum. Wir brauchen die erste Hilfe, weil die hier extrem, zeige ich euch auch mal, Übelkeit verursacht. Da werden wir gleich auf jeden Fall... Warum geht hier keiner hin? Ach, das ist zu. Auch eröffnen. So, jetzt werden wir hier erstmal unsere erste Hilfe-Station hinbauen. Wie gesagt, ich nehme gerne vorgefertigte Baupläne. Dann gucken wir mal, da haben wir den ersten. Ah, da haben wir schon einen passenden. Nehmen wir noch den. Dann müssen wir nur irgendwie hier so hinkriegen. So. Genau. Den werden wir hier so schräg anordnen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Dann können wir mal gucken. Wo wollen wir den so hinstellen? Ja, das ist immer so eine Sache. Na, wir stellen den mal einfach so hin. So, jetzt werden wir hier eine erste Hilfe. Ui, nein. So war man nicht gerechnet, Freundchen. So, jetzt werden wir hier da eine erste Hilfe reinpacken. Läden und Geschäfte. Erste Hilfe haben wir. Ja, passt doch. Und dann kommt da noch ein erste Hilfe-Schild dran. Müssen wir hier auf Schilder gehen. Das passt doch. So, ein bisschen versenken das Ganze. So, fertig. Erste Hilfe steht.
Nehme ich auch kein Geld für. Wäre ja noch schöner. So. Aber wir waren ja hier bei unseren Mülleimern. Die haben wir jetzt verteilt. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir mal gucken. Jetzt sieht das hier noch sehr wüst aus, aber wir haben ja eine Reinigungskraft eingestellt, die dann dafür sorgt, dass alles schön sauber ist. So. Dann nehmen wir jetzt mal die Szenerie und dann werden wir uns mal um die Bänke kümmern. Wir sind hier im Science-Fiction-Park, nehmen wir auch eine futuristische Bank, damit die Leute sich auch ausruhen können. So, da eine hin. Setzen wir hier eine hin. Hier eine hin. Da haben sie schon die Mülltonne benutzt. Das lobe ich mir. So, gucken, kommen wir die hier. So. Hier noch eine hin. Hier noch eine hin. Und hier. So, das sollte reichen. So, wir werden jetzt hier vorne den Fortune bauen. Ich habe schon mal, wie gesagt, angefangen zu bauen. Das werden wir jetzt vollenden. Achso, Moment. Wir wollen ja eine Achterbahn. Also, wir müssen jetzt eine Achterbahn erforschen. Was haben wir hier? Alpen. Die Alpen nehmen wir mal raus. Und dann nehmen wir mal. Da man hier einfach abhängen. Alternativer Abschuss. Alles dreht sich um Airtime. Die brauchen wir. So. Die erforschen wir jetzt nebenher. So, dann gehen wir mal Fahrgeschäfte. Baupläne. Ja, und da ist er. Forge Skin. Da haben wir schon angefangen. Die soll dann hier so gebaut werden. Ich mir so gedacht. Was blockiert. Geld hier noch habe ich eigentlich. Wieso geht das nicht? Hat doch im Test gut geklappt. Das ist das Ding immer mit diesem Platzieren. Das nervt ungemein. Da geht das, aber ich vermute mal ganz stark, wenn ich den da hinsetze, dann passt das wieder mit den Armen nicht. Oh, das ist doch zum Mäusemelken. Blockiert. Ich mag es nicht. Ich hasse es. Scheiße. Das nervt. Ach Menno, ich wollte jetzt hier schön ein Fortune bauen. Kann ich das auch wieder vergessen? Ah, toll, umsonst gebaut. Dann werde ich jetzt hier einfach mal. Was kann ich denn hier hinbauen noch? Magic Twirl, den habe ich auch noch nicht. Stehen hier schon? Ne, dann baue ich halt den Magic Twirl hier hin. Fertig. Den wollte ich zwar woanders hinbauen, aber so ist es. Man plant und dann funktioniert das nicht so, wie man möchte. Warum auch immer er blockiert, er mag mich halt nicht. Ist der denn genauso groß wie der? Dann könnte ich das nämlich anders. Naja, nicht ganz, ne? Warte mal, ich werde jetzt mal einfach den Forge bauen. Zack. So, da baue ich ihn. Genau, der Forge ist da. Auf Wiedersehen. Jetzt kann ich mir das Ganze hier wieder markieren. Ach, ist das herrlich. Ein Königreich für funktionierende Sachen. So. Warum auch immer ich. Ach, jetzt. Ja, wie ich schon immer sagte, ein Königreich für funktionierende Dinge. Da könnte ich jedes Mal wieder. So, ich habe hier nämlich was Schönes gebaut gehabt. Jetzt habe ich die leise Hoffnung. Einfach mal Daumen drücken, dass der Magic Twirl hier reinpasst. Naja, nicht ganz, aber kann man nehmen. Schade, der ist genau auf den, aber ich könnte die enger zusammen, könnte ich die zwar machen, aber die Frage ist, ob das Sinn macht. Na, wir gucken mal. Gucken wir mal. Wir werden das jetzt erstmal hier so hinpacken. Wo ist der? Wo ist der da? Also.
Jetzt habe ich mich genau auf den anderen abgepasst. Naja, mal gucken. Den Eingang setzen wir dann demnach hier hin. Der Ausgang setzen wir dann dorthin. Ja, das wollte ich jetzt weiter ausbauen, auch während des Betriebes dann halt. Aber shit happens. Außer Spesen nichts gewesen. Hier wäre der Eingang gewesen. Eingang mit Weg verbinden. Das hätte wunderbar gepasst alles. Aber nein, das Spiel muss man mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Das Spiel mag mich nicht. Oder ich mag das Spiel nicht? Nein, das kann... Nein, nein. Ich mag das Spiel. Sonst würde ich keine Videos drüber machen. So, das hätten wir jetzt erstmal. Wie gesagt, wir bauen jetzt die 2 Shift Skin weiter aus. Mal gucken. So, Test brauchen wir nicht. Magic Twill kostet mich 6 Dollar. Und nicht mich, sondern den Leuten. So, hier machen wir 100. Ne, 100 ist zu viel. Ich glaube, 60 reicht. So, voll besetzt. Und auf geht's. Hat nur 57%, aber wenn ich mit dem Fahrgeschäftsskin fertig bin, dann wird das mehr werden. So, hier werden wir auch ändern. Weil ich habe mir jetzt aufgefallen, dass diese 100 Sekunden einfach zu lange ist. Dass sie 100 Sekunden Minimum warten sollen, dass die Leute eingestiegen sind. Also 60 reicht da vollkommen aus. Dann sind die Wartezeiten auch nicht so lang. Ich hoffe, den können wir so entgegenwirken. So. Ja, ist ja alles voll hier. Oder relativ voll. Ja, das kümmern wir uns später drum. Ne, machen wir jetzt. Was haben wir da? Hyperspin sehr billig. Was wollen die denn? 4%, naja. 23%. Da kann ich noch 2 Dollar draufpacken. So. So. Aber wir waren ja hier dran. Ja, und zwar muss ich das jetzt alles hier entfernen. Also die hier zumindest. Die entfernen. Und das sind einzelne Gebäudeteile immer, weil man die nicht so in einem Gebäude bauen kann. Weil das halt ein rundes ist. Und ich wollte das hier so ein bisschen futuristisch aussehen lassen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also Asche über mein Haupt, wenn das nicht ganz so hinhaut, wie ich mir das so vorstelle. So, und gucken wir mal das Ganze. Nein, wir gucken uns das erstmal. Nein. Den wollen wir. Okay, dann müssen wir nochmal drehen. Ja. Was soll ich euch sagen? Ich hätte euch das am liebsten fertig angeboten, aber ich habe es leider nicht in der Woche geschafft, das richtig neu zu bauen. Weil ich ja auch noch die Achterbahn für den Park gebaut habe. Ohne, also ohne Szenerie oder so. Genau, und jetzt wollte ich einfach nur den komplett hier rum haben mit dem Holz. Und dann hoffe ich nur, ja, das ist auch wieder... Aber das kann man gleich ändern, das ist nicht so schlimm. Das Problem ist, ich kann es halt immer nur einzeln kopieren und dann muss ich das alles einzeln ausrichten, das dauert. Aber das bringt uns dann weiter näher an unsere neue Achterbahn in der Zwischenzeit. Ich muss dann ab und zu nur mal gucken, ja, was die Besucher und so von sich geben, ob meine Mitarbeiter zufrieden sind. Den ein oder anderen Gehaltserhöhung, die ein oder andere Gehaltserhöhung, Entschuldigung, die sollte wohl auch drin sein. So. Ist halt viel Bauerei immer, aber diesmal bleibt es euch nicht erspart, weil ich nehme das zwar gerne aus dem Workshop, aber manchmal ist es auch so, irgendwann ist es auch abgelutscht und ich habe jetzt auch nicht wirklich Zeit gehabt, da mal was Schickes Neues zu suchen. Daher habe ich mich entschlossen, eigentlich was zu bauen.
Aber man kennt es ja, man will schnell mal was bauen und dann hängt man dann doch wieder 4 Stunden daran. Weil der erste Farskin, den ich hatte, der hat mir nicht so gefallen. Der zweite, naja, der war gay. Der dritte und so weiter. Brauche ich nicht weiter zu erzählen, glaube ich. Das, jeder, der im Parkbau involviert ist, der kennt das Problem. Man baut was, findet das im ersten Moment richtig cool. Und im zweiten Moment sagt man, was hast du da wieder fabriziert für einen Mist? Den will doch keiner haben. Nur wie ich hier wieder das Problem habe. Ach, ich könnte wieder mal weinen. Aber weinen wollen wir nicht, deswegen mache ich das jetzt einfach so. Ziehe den ein bisschen hier ran, an den Geländer. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Sieht immer noch scheiße aus. Oh Mann, ey. Ah, ich könnte K für kotzen. So. Na, so geht's einigermaßen. Sieht zwar auch bescheiden aus, aber naja. Nobody is perfect, sag ich mir immer. So, den kopiere ich mir mal hier rüber. Nee, nicht. Nochmal das Ganze. Das hat man dann davon, wenn man es eilig hat. So. Machen die das nicht fein, die Jungs und Mädels. So, schauen wir mal, was wir hier machen. Machen und so. Ich würde das ja am liebsten schneller machen alles, aber shit happens. Müssen wir jetzt durch. Ich mit meiner Ungeduld und ihr mit meinem Gequatsche. So. Machen wir das mal hier ran. Müssen wir noch mal ein bisschen drehen. Nicht zu doll. Rückt das Dings mehr nach links und mit einem Mal da ging's. So, auf geht's. Ich bin nicht zufrieden. Das ist alles. Ah, Kacke, Mann. Das ist beschissen, ey. Ich glaube, so kann man das schon fast lassen. Ah, ich lasse das jetzt so. So, mal gucken hier. Oh Mann, ich würde euch das ja gerne ersparen. Ab nächstem Mal mache ich wieder so, dass ich dann direkt aus dem Workshop nehme. Das nervt einfach nur. Oder ich sehe zu, dass ich, wenn ich was bauen will, dass ich dann mir die Zeit nehme, das zu bauen. Das ist doof hier im Video. Ich mache das jetzt mal fertig. Aber gefallen tut mir das hier nicht so wirklich ganz. Das ist alles ein bisschen. Dann regt man sich noch auf und so. Und dann passiert das dann, dass man den falschen Pfeil nimmt, wie gerade eben. So. Das muss ich jetzt machen bis hierhin. Bis hierhin. Und dann habe ich das einmal rund gemacht. Ihr seht, ist noch eine Menge zu tun. Und andauernd kommt. Was? Wo sitzt ihr denn gestern im Park fest? Seid ihr doof oder was? Wo sitzt ihr fest? Hä? Wo sitzt ihr denn fest? Habt ihr so noch Latten am Zaun? Ach, da sitzen sie fest. Ey, deid aus. Die waren alle da. Okay. Jo, jo, Opa hilft euch. Jo, pass mal auf, was ich jetzt mache. Haha. Joho, joho. Ja, das ist ja. Das ist ja. So was habe ich ja nicht gehabt. So, vielleicht geht das besser jetzt. War unsere erste Hilfe.
Warum der auch immer so macht hat, erschließe ich mir nicht so ganz. Ey, Daydaus. Gut, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Damit wir uns hier um unsere komische Chose hier kümmern können. Das nervt ab, ey. Also da muss man sich ja dann wohl drum kümmern, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr? So. Ich habe keine Lust mehr. Tralalalala. Aber ich muss das weitermachen. Tralalalala. Ja, 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 ja. Da ist wieder was falsch gelaufen. Und warum? Weil es so ist. Weil ich es kann. Ja, das passt. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Aber ihr seht, nichts ist perfekt. Dann will man mal ein paar Videos machen über die ganzen Karrieren. Und dann sitzt man letztendlich doch da und baut dann doch wieder einen Park. Na gut, was anderes ist es im Prinzip nicht. Bei einem Herausforderungspark oder ähnlichem sitzt man ja auch quasi auch nur rum und baut und tut und macht und regt sich auf. Aber ich versuche mich nicht so doll aufzuregen. Das macht, tut meinem armen alten Herz nicht gut. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die können wesentlich besser als ich bauen. Aber versucht macht klug, oder wie war das, ne? Nein. Wie gesagt, ab nächstes Mal werden wir dann auch wieder aus dem Workshop Sachen nehmen. Da werde ich mir dann extra Zeit nehmen und die raussuchen. Außer Achterbahnen und so weiter. Die baue ich dann doch dann selber. Ja, wir müssen jetzt einfach warten, bis wir unsere Forschung hier abgeschlossen haben. Wenn wir dann noch genug Geld haben, dann können wir gleich eine Achterbahn platzieren. Die habe ich im Sandkasten gebaut. In der Sandbox, um genau zu sein. Und ja, was ich auch jetzt neulich gemacht habe, ich habe mir extra das Spiel RCT, also Rollercoaster Tycoon 3 besorgt, um mal das mit Planet Coaster zu vergleichen, weil wie gesagt, ich hatte das Spiel nie und viele sind davon angetan, von Handhabung oder was das war. Wie gesagt, mir fehlt der Vergleich. Ich habe das mir mal zugelegt, also besorgt. Naja, wie auch immer. Und werde ich mal mich demnächst mal ransetzen und das dann mal vergleichen. Wobei ich dann doch Planet Coaster treu bleibe, auf jeden Fall. Aber mal in das andere reinstuppern, mein, kostet ja nichts. Ist ja jetzt nicht so, dass man da, was weiß ich, Unsummen für ausgeben muss. Gibt es übrigens hier auf Steam zu holen. Weiß jetzt nicht, was es kostet. Ich habe es mir mal von einem Freund geben lassen. Der hatte dann noch einen Key und ja, er wollte dann doch lieber Planet Coaster spielen. Das hat er sich nämlich gekauft, bevor Planet Coaster kam. Und dann hat er gleich sein lassen, aber den Key hat er noch gehabt und deswegen hat er mir den Key gegeben. Hat gesagt, hier kannst du haben, will ich sowieso nicht spielen. Fand ich einen netten Zug. Weiß jetzt nicht, was das jetzt kostet, ist mir auch relativ. Aber zum Vergleich oder so kann man das mal machen. Aber dann gehöre ich auch nicht zu der Fraktion, die das direkt verehrt oder vergöttert ist, RCT 3, wie es manche machen, gibt es ja durchaus. Ja, da werde ich mich mal einfuchsen. Vielleicht mache ich da auch mal Videos von. Einfach nur mal so aus Spaß an der Freude. Mein, kostet nichts, bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Am Planet Coaster wird es grafisch mit Sicherheit nicht rankommen, das weiß ich. Das ist, dürfte aber auch selbstredend sein, weil das Spiel nun mal älter ist. Aber shit happens. Man kann es ja mal machen. Ich überlege mir da aber noch was. Mal gucken.
Wem es interessiert, der kann ja gerne ab und zu mal bei mir vorbeischauen und gucken, wenn ich da, werde ich dementsprechend werde ich dann demnächst nochmal was veröffentlichen. Wann und in welchem Maß, Ausmaß ich das dann betreiben werde. Aber da wird mit Sicherheit auch was kommen. Weiterhin in Planung auf meinem Kanal sind dann, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich auch Fußballmanager 13, respektive Fußballmanager 18. Da gibt's, also der Fußballmanager von EA wird ja nicht mehr produziert. Aber es gibt eine riesen Fan-Community, die das Spiel am Leben hält mit Patches und mit den Original-Saison-Daten und. Da mache ich jetzt auch immer Videos. Könnt ihr auch mal reinschauen. Es ist höchst interessant, finde ich. Und aber jetzt nicht mehr dazu. Also wir sind hier bei Planet Coaster und nicht beim Fußballmanager. So, guck mal, wir sind angekommen. Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Alter. So, jetzt gucken wir mal. Ich könnte das jetzt auch hier spitz zulaufen lassen. Soll ich das machen? Mal gucken, wie das aussieht. Wenn ich den hier so nehme. So, als Ausgang. Den hier auch dann. Löschen. Kopieren. Aber der passt nicht so ganz spitz, ne? Sieht doch gay aus. Ne? Mal gucken. Ja, du hast deine Arbeit getan, ich weiß. Hast du gut gemacht. Kriegst ein Bienchen. Kriegst ein Fleißbienchen. Jüngelchen. So, Leute. Ich denke mal, so kann man es lassen, oder? So, pass auf. Jetzt nehmen wir noch hier so einen Balken. Ich lasse das jetzt in dem Gebäude, aber guck mal. Den kann man nämlich noch so ein bisschen drehen. Also, sieht man das so ein bisschen bescheiden. So. So, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwie hinbekomme. Nein, den wollen wir nicht, den wollen wir. Na, der passt nicht, ne? Ist zu klein. Gut, dann nehmen wir einen anderen. Dann gehen wir hier. Schreiben wir mal Holz hin. Dann haben wir doch hier 2 Meter Stücken. Genau. Naja, kann man ruhig hinzufügen. Es spielt ja keine Rolle, wo der ist. So. Erstmal werden wir den aufrecht stellen. Wo haben wir denn? So, wieder unseren Winkelausrichtung nehmen hier. Dann den roten. Genau. Rabudier, was Mut, dat Mut. Jetzt ziehen wir den mal nach oben hier, den Kameraden. So. So. Jetzt gucken wir uns den mal an. Das können wir nämlich genau abschließend machen. Wir wollen das ja vernünftig haben, nicht wahr? So. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt können wir den mal hier so rüberziehen. Sagen wir so. So, jetzt markieren wir die 3. So. Und dann können wir den nämlich hier noch drehen. So, mal gucken. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir den hier reinschieben. Reinschieben, hört sich gut an, ne? Reinschieben ist immer gut.
Ja, nicht das, was ihr jetzt denkt, Mensch. Mann, immer diese Zweideutigkeiten hier. Schlimm, 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 schlimm. So war das natürlich nicht gemeint. Also, dem trete ich energisch gegen. Wer was anderes behauptet, der lügt. So, wir gucken uns unser Ergebnis mal an. Als Eingang sozusagen. Naja, elegant ist zwar was anderes. Aber ich meine, das kann man mal so hinnehmen, oder? Mädels, Jungs, was sagt ihr? Aber wir haben hier noch einen anderen Eingang. Der ist nämlich hier. Hier kommt auch so ein Balken hin. Wir nehmen wir das Gebäude dafür. So, und dann nehmen wir hier erstmal unsere 4 Meter Säule. Könnte schon reichen. Mal gucken. Mal gucken. Ey, da geht er aus. Machen wir wieder Winkelausrichtung an. Wie gesagt, ist die beste Methode, um das waagerecht genau hinzukriegen. Dann machen wir die Winkelausrichtung wieder aus. So. Jetzt kommt hier die Chose wieder. Das genau platzieren. So. Ich denke mal, so kann man es lassen. Jetzt drehen wir unsere ganze Chose wieder. So. Ziehen wir die ganze Sache mal hier rüber. Aber was seht ihr? Genau das, was ich sehe. Man kann das nicht nehmen. Das ist ein bisschen gay. Und du kommst weg. Denn sie ist weg. Weg. Und er ist wieder allein allein. Yeah. Hey. Jetzt. Jetzt gehst du ran. So, guckst du. Winkelausrichtung. Jetzt drehen wir uns hier wieder in die waagerechte. Zack. Ist wieder falsch rum, aber ist egal. Shit happens. Shit happens, PP oder wie auch immer. So. Jetzt kopieren wir uns den. Ziehen den ein kleines wenig, ja, ein klein wenig rüber. Jetzt haben wir hier unsere zwei Kameraden. Den ziehen wir mal hier rüber und dann drehen wir uns den mal so zurecht, wie wir ihn haben möchten. Ach, da ist immer noch Winkelausrichtung. Oh, weg damit. Winkelausrichtung ist doof, habe ich gehört. Aber das könnte hinhauen. Und das jetzt hier so rüberziehen. Na, was denkt ihr? Kann man das so lassen oder eher nicht? Eher nicht, ne? Sondern nur ein bisschen hier rüber drehen. Nicht so doll, nicht so viel. Den roten brauche ich. Den roten. Give me the root. Ich denke, so kann man es lassen. Elegant ist zwar was anderes, aber es erfüllt seinen Zweck. 71% Szeneriebewertung nur. Da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. So, dann können wir hier noch unsere Szenerie machen. Dann machen wir hier ein Alien oder was weiß ich. Aber warte mal, wir können ja hier Inhaltspakete. Nein. Design-Szenerie, genau. Science-Fiction. Da haben wir doch hier irgendwo ganz viele Sachen. Guckt mal an, was wir hier haben. Was haben wir hier? Ein wachsamer Trooper. Ist merkwürdig, warum sind die immer so aggressiv, die Aliens? Der menschliche Trooper, der wachsam ist, der hat keine Waffe direkt in der Hand. Wo ist er denn? Mensch, da. Der steht hier nur blöde rum. Genau, der geht jetzt hier rein. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Er steht hier rum.
Und auf der anderen Seite steht er auch nochmal rum. Ja, ja, da. Sicher, sicher. Alle. Was habe ich denn da gesehen? Nein? So. Das fällt einem dann immer so auf, auch wenn das jetzt ein bisschen doof aussieht, aber shit happens. So, mal sehen, was sagt er jetzt? 94% durch die vier Aliens, also durch die vier Trooper. Können wir hier noch was Schönes hinzaubern? Mal gucken. Szenerie, Szenera, Szeneru, hohoha. Filter, Filter, ja, ja. Filter zurücksetzen. Machst du zurücksetzen oder was? Nee, der ist. Den hier hin? Flatter jetzt? 95% nur durch den Baum, ja. Ah, wir können ja hier nochmal unsere Videokameras hinbauen. Ist vielleicht auch nicht ganz unpraktisch. So, dann nehmen wir auch gleich, weil wir dabei sind, ein paar Leuchten. Beleuchtung. Gäbe mich Beleuchtung. Da. Guckst du. Beleuchtung. So, haben wir den eigentlich? Ja, so ist das. So ist es. 99%. Hm. 99%. Ja. Was machen wir denn da? Ja, mein. Der ist ein bisschen dick aufgetragen hier. Der auch. Die hauen mir zu doll auf die Kacke. Hm. Ja. Die sehen doch ganz niedlich aus. Kann man doch hier mal so ein bisschen verteilen. So, warte mal bis dahin. Hier teilen die sich. Perfekt, 100%. Na, herrlich, ehrlich. So, dann gucken wir mal, was unsere Mitarbeiter sagen. Der Park ist inzwischen sauber. Das sieht gut aus. Was sagt unsere Erste Hilfe? Wird überhaupt benutzt? Was sagen unsere Nachrichten? Mehrere Angestellte haben zu viel Arbeit. Ah ja, funktioniert hier. Geht schon einer rein. Das ist gut. Gut, jetzt kümmern wir uns um die Mitarbeiter mal. Und die beiden Forschungsprojekte sind fertig. Laubwald und Graslandschaft. Genau, die Achterbahn haben wir jetzt erforscht. Dann machen wir jetzt die Piratenszenerie. Also wir wollen alle, ich will alle Szenerien, alle möchte ich dann hier unterbringen. So, wir wollten uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Was sagen die denn, die Kameraden? Fangen wir mit dem an. Der ist unzufrieden. Der kriegt jetzt noch mehr Geld. Mehr Geld ist immer gut, finde ich. So, den Bug haben sie auch behoben hier, dass man die Gehälter nicht während des laufenden Betriebes anheben kann, sage ich jetzt mal. So, erstmal 10 mehr und jetzt kriegen sie nochmal eine Gehaltserhöhung. Ups. Nein, das wären dann 3200 gewesen. Das wäre ein wenig viel gewesen. So, was hat unser Mechaniker? Der ist glücklich und zufrieden, der verdient aber auch 600. Nicht 20 Dollar mehr. Unser Sicherheitsman, der kriegt 320. So, damit sollte das erstmal tutto paletti sein. So, das sieht ja gut aus, aber wir müssen in jedem Fall noch was tun für zu trinken. Da habe ich mir gedacht, ah, warte mal.
Genau, den hatten wir ja neulich weggesetzt. Den setzen wir mal wieder richtig hin. Obwohl, ich könnte hier so eine Flaniermeile machen. Mit Fress-, Sauf-, Buden und so weiter. Die Achterbahn, die fährt dann hier nachher durch. Oder beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, ob es schaffen dieses Mal. Die fährt dann durch. Ja, ihr habt Durst, kriegt ihr gleich. Ne, die fährt hier durch. Und hier könnte man dann bequem einen Serviceblock. Ich hab so Serviceblocks. Ich weiß nicht, ob die schon freigeschaltet sind. Sollen wir mal gucken. Baupläne. Und zwar hier. Und dann gucken wir mal. Ich hatte mal welche gebaut. Ja, Serviceblock. Hier haben wir so welche. Science-Fiction-Serviceblock. Warum der nicht frei ist? Da ist irgendwas drin, was ich noch nicht erforscht habe. Hier haben wir auch einen Serviceblock. Science-Fiction-Serviceblock. Also von denen will ich dann eins nehmen. Und hier hinsetzen. Das sind dann so mehrere Läden nebeneinander. Ich könnte natürlich auch hingehen, das fällt mir gerade ein. Machen wir das doch so. Ich könnte hier einen Picknickplatz bauen. Ich glaube, das kommt sogar noch besser an. Im Moment den hier. Sollen wir den nehmen? Sollen wir den behalten? Oder wollen wir hier den asphaltierten nehmen? Mal gucken. Den hier? Ja, den können wir nehmen. Also pass auf. Kann man nämlich so machen. Und nehmen wir nämlich einen Raster. Der ist so prädestiniert für ein Picknickplatz. Auf gut. Wieso der hier nicht zusammengeht, erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, dann machen wir das halt so, ne? Dann haben wir hier so einen Picknickplatz. Hier geht er auch. Geht auch, guck mal, kann man auch so machen. So, haben wir jetzt so einen Picknickplatz gebaut. Ah, wegen dem, ah, okay, weil der hier runter geht, deswegen. Okay, dann nehmen wir den wieder raus. So, gut, dann können wir jetzt hier einen Picknickplatz bauen. Dann nehmen wir jetzt hier einfach Läden und nee, Szenerie brauchen wir dafür. Dann nehmen wir Bänke, haben wir hier Picknickbänke und gucken wir mal, was haben wir an Science Fiction. Hier haben wir eine Science Fiction Bank, haben wir auch ein Science Fiction Dach. Ja, da. Gut. Das heißt, wir setzen jetzt hier einfach mal ein paar Bänke hin. Mal gucken. So. Ah, die kann man nicht kopieren, einfach so. So. Die setzen wir jetzt dahin. Jetzt müssen wir überlegen, bauen wir jetzt noch welche hier hin? Oder wird das einfach zu voll dann? Na, wir machen es einfach mal. Wir können es ja wieder abreißen. Ich würde sagen, so. Dann nehmen wir unsere Szenerie Science Fiction Dächer. Die können wir uns hier so drehen, wie wir möchten. Gucken, kann ich die? Die kann ich kopieren. Das ist gut. So, die kopieren wir uns dann. Und ziehen uns die hier so rüber, wie wir sie brauchen. So, da haben wir unsere Picknicktische überdacht natürlich. Jetzt kommen wir noch zu unseren Mülleimern, weil hier sollten auf jeden Fall Mülleimer hin. Und dann nehmen wir einfach mal unsere Science-Fiction-Mülleimer. So, wir näher rangehen hier. So, ich könnte die jetzt auch hier so voll auf den Tisch machen, aber das kommt uncool, würde ich sagen. So, gucken, ob ich die hier hinsetzen kann. Hier kann ich sie hinsetzen. Das passt. Ich hoffe nur, dass die auch.
warum der das da so komisch macht, erschließt sich mir nicht so ganz. Also wenn ich ihn hier rüberziehe. Du bist uncool, habe ich dir das schon gesagt? Der will nicht so wie ich will. Das geht mal gar nicht. Wenn ich ihn hier reinsetze, geht das. Wenn ich ihn da reinsetze, sieht das doch blöd aus, oder? Naja, egal. So, dann können wir jetzt hier wieder welche hinsetzen. Gucken wir mal. Noch näher ran kann ich nicht setzen. So. Ja, der hinten, der gefällt mir nicht. Das ist, weiß nicht. Bisschen blöd. Aber anders hinsetzen kann ich den auch nicht, oder? Mal gucken hier. Kann ich den hier an der Stirnseite hinsetzen? Das ist immer so eine Fummelsarbeit jetzt. Mann. So. Den Stein hier kann ich nicht weglegen. Das ist auch wieder so eine Gay-Sache, sage ich mal auf gut. Ich mein Gay. Dabei ist das gar nicht schlimm, gay zu sein. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ist halt blöd. Einigen wir uns auf blöd, genau. Wir wollen hier nicht diskriminierend werden. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinne. So. Serviceblock wollen wir nicht nehmen, weil geht nicht und so. Mal gucken. Haben wir hier so ein Häuschen. Dann wollen wir den mal hier so platzieren. Gucken. Können wir auch so hier rein platzieren. So. Ja. Man könnte natürlich auch hingehen, fällt mir gerade ein. Wo fällt mir gerade so ein? Man könnte die auch nebeneinander setzen. Hier so. Dann machen wir eine Kopie hiervon. Eine exakte Kopie. Und setzen die hier so gleich nebendran. Und wenn wir jetzt noch ganz clever sind. Dann wählen wir einfach beide aus. Verschieben beide. So. Dann hat man hier einen Weg und hier einen Weg gleich. Und weil wir das so clever gemacht haben wie eben, kopieren wir uns das Ganze. Nein, das geht nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Warum einfach, wenn es auch schwer ist, Mensch? So. Dann kommt da noch ein Serviceblock hin. Und den kopieren wir uns natürlich wieder. Und dann kommt der auch wieder hier hin. So. Jetzt haben wir hier einen Souvenirladen, eine Fressbude und ja, mal gucken, was noch. Wir machen jetzt Service und Läden. Was haben wir denn hier? Eine Fressbude. Chief Beef, Cosmic Cow, Hot Dog. Pizza oder Tiki Schicki. Jetzt weiß ich nicht, was haben wir hier oben? Naja, ich nehme einfach mal den Chief Beef. Tasty. Jetzt nehmen wir noch eine Jalousie von Chief Beef. Eine Markise, besser gesagt. Nein! Alle! Wieso hat er keine Markise? Oder wird das überhaupt so geschrieben? Ah, da haben wir sie doch. Marquis. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier irgendwo den... Na guck mal, wird die Bude schon eingerannt. Da wird die Bude schon eingerannt. Wo ist denn der jetzt hier? Hä? Bin ich... Wo ist denn der jetzt? Bin ich doof? Bin ich... Blöd? Blind oder was? Hot Dog? That's fantastic. Was ist das? Cosmic Co? Aber hier, wo ist denn der Chief Beef? Gibt es hier keinen Chief Beef?
Gulpy Slush, Cosmic Cow, Chief Beef, da ist er doch. Ich dachte, ich wäre blind oder so. Opa ist doch nicht blind. So, jetzt setzen wir noch ein paar Leuchten an die ran und so, aber mit Markise wird da nicht viel. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Naja, der ist ein bisschen groß, wa? Du bist auch ein bisschen groß. Könnte man hier könnte man den ran, aber will ich nicht. Nehmen wir doch hier die kleinen, niedlichen. Gehen wir mal näher ran an die Sache. Ran an die Buletten. So. Hier das gleiche Ding. Kopieren. So, jetzt haben wir hier einen Chief Beef drin. Dann würde ich hier sagen, ein Gulpy Slush rein. Gehen wir wieder auf unsere Markisen. Markise. Müssen wir wieder auf alle gehen. So, machen wir ein Gulpy. Gulpy Energy, Gulpy Slushy. In Pink, jawohl. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Gulpy, yeah. Gulpy Slush. Na, schauen wir mal einer, guck. Hier mal fertig. So, was bauen wir hier rein? Ein Hartz Fantastic? Alter, kein Bauplan. Hartz Fantastic. Achso, haben wir hier Cosmic Cow. Ein Hartz Fantastic. Da haben wir noch einen. Da schauen wir mal einer, guck. Yeah! Hartz Fantastic. Genau das ist das, was wir haben wollen. Alter, willst du es haben? Alter. Ja, natürlich. Natürlich will er das. Und hier setzt man dann später ein Lonely Bloons rein. In den anderen. Hier kommt jetzt mal ein Hertz Fantastic rein. Warum ist er so blöde hier dran? Okay, aber sollte passen. Hier machen wir eine Markise von schon mal ran. Aber ich sehe schon, unsere Zeit wird bald abgelaufen sein mit der Achterbahn wird's noch nicht, weil die auch noch nicht erforscht ist. Aber wir haben schon mal hier ein bisschen was gebaut. Das machen wir aber noch zu Ende hier. Gehen wir ein Gebäude. Dann können wir hier schon wieder Markise eingeben. Oder Mar. Und dann können wir mal gucken, haben wir hier Lonely Bloons. Spukhaus, Marmorplatte, Laden. Tiki Schicki, Planet Coaster, Pizza, Hotdog, Hell's Fantastic, Erfrischungsgetränk, Gulpy, Cosmic Cow, Chief. Oh, wir haben gar keine Markise da. Okay, dann gucken wir mal Lonely. Nö. Nee. Geben wir einfach mal Bloons ein. Wieso findet er den nicht? Wieso bei Zeus dicken Popo findet er den nicht? Ihr habt doch doofe Ohren. Oh gut, wahrscheinlich, weil ich den noch nicht erforscht habe. Egal, wir können das aber so lassen. Oh, hier ist nur ein bisschen was los. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Das passt alles, sieht gut aus. Wir überprüfen jetzt. Hier liegt Müll. Alter, hier liegt Müll. Wo ist mein Fuzzi hier? Da ist er. Ich glaube, wir müssen einen zweiten einstellen. Das machen wir jetzt mal. Und dann nehmen wir noch eine Mülltonne hier und stellen die mal hier hin. So.
Wir haben heute Folgendes gemacht. Der kriegt erstmal $10 mehr. So. Da machen wir noch nichts. Jetzt haben wir hier zwei Lernen. Fuzzis eingestellt, sag ich mal auf gut Deutsch. Die alle $10 mehr kriegen natürlich. Jetzt $20 mehr. So. Gut. Gut, 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 gut. Der ist zufrieden, der ist auch zufrieden. Den geht's gut. So, das war's für heute erstmal. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns hier rangewirkt, diesen Magic Twirl zu bauen. Eigentlich sollte das Fahrgeschäftsskin für was anderes sein, aber ich habe das jetzt mal so gelassen. Alles gut. Wie gesagt, fürs nächste Mal werde ich schon wieder was aus dem Workshop raussuchen und meine Baupläne erweitern. Oder ich baue halt selber in der Sandbox was. Ich werde das jetzt nicht mehr in dem Video machen. Außer für Achterbahn. Für Achterbahn. Na. Ja, für die Station, für die Achterbahn, da muss ich das dann immer während des Spiels bauen oder während des Videos. Hier haben wir jetzt noch eine Picknickinsel gebaut, die schon überlaufen ist. Gibt nochmal einen Kohleschub. Hier wird die Achterbahn dann langlaufen. Das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen, hoffe ich mal. Was sagt eigentlich unsere Forschung diesbezüglich? Ah, die ist fertig. Ach Mann. Na egal. Also den Anubis werden wir hier bauen. Habe ich ja nicht mitgekriegt, siehst du? Aber wir haben eh nicht die Kohle. Die Achterbahn, die ich bauen möchte, kostet $14.000. Die muss ich erstmal haben. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Was haben wir hier? Loni Bloons, den erforschen wir dann auch noch. So, okay. Alles klar. So. Ja, so sieht unser Park derzeit aus. Haben wir schon irgendwas erfüllt? Ja, natürlich, die Verwertung. Das andere kommt alles noch. Genau. Ja, Leute, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Ich sehe gerade noch was, was mir überhaupt nicht so zusagt. Nämlich hier dieses komische. Kann weg. Kriegen wir noch ein bisschen Geld für. So, weg damit. Okay. Jetzt aber. Ich verabschiede mich von euch. Ich sag mal, bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Und mit Roller Coaster Tycoon 3 werde ich mir noch was überlegen. Da werde ich aber dann zeitnah ankündigen. Bis dann. Ciao, ciao.